Herzlich willkommen zu einem angezockt Video von Bloodborne. Ja. Also diesmal passt wenigstens so zum Spiel. wir spielen Bloodborne, das sehnlichst erwartet wurde von vielen PlayStation 4 Spielern. Ja, auch von mir. Ja, denn Bloodborne gehört zur Kategorie Sadomaso. Das ist ja witzig. Ich weiß. Bloodborne ist eigentlich quasi ein Verwandter von Dark Souls. Und wer Dark Souls kennt, der weiß, dass das Spiel nichts ist für Leute, die keine Herausforderung mögen. Ja. Oh doch. Ja. Also wer denkt, Bloodborne, geiler Hack'n'Slay, à la God of War, der mit My Cry. Tja. Liebe Leute, ihr werdet richtig mies gefestet. Ohne Kleidchen. Also ich hab's mir nicht gekauft, ne? Ich habe mir aber auch schon kein The Order gekauft. The Order. Wie. Jens hat sich aber Bloodborne gekauft. Denn. Ja. Ich bin blutgeil. Ich habe ab 16 der Titel. Ist ja egal, ist trotzdem genug Blut. Ja. Und ich mag den Stil. Also dieses, sag ich mal. Gothic. Und hat so ein, eigentlich so ein Tat, sag ich mal. Alles London-mäßigen, ne? Transsilvanien oder sowas. Irgendwie die Richtung. Ja, sag mal so zur Industriezeit irgendwie hat es so teilweise den Klatsch. Gerade mit den Waffen, die man da auch teilweise hat, die irgendwie total abstrus sind. Du bist auch so ein Klatsch. Du hast Klatsch gesagt, nicht Touch. Klatsch. Klatsch, ja. Wir machen es ja so, wir laufen jetzt einfach mal rum. So ein bisschen die Gegend zeigen. Ja. Die wunderschöne graue Gegend. Du bist auch grau. Grau. Ja, ich grau, du Arsch, ist auch ein Loch. Wow. Was für ein Loch. Wer kennt diesen Film? In die Kommentare. Der, wo es nicht kennt, ist jetzt schlecht. Ja. Und wie schlecht? Hula, da, da. Was für ein Loch. Ja, also was ihr auf jeden Fall nicht wisst, das ist jetzt schon unser dritter Versuch. Ja. Neue Elgato. Ja, ein bisschen beknackt. Richtig. Also, treue Zuschauer wissen natürlich, dass wir ab und zu immer mal wieder ein paar Probleme hatten mit unserer Elgato. Das hat angefangen von desynchronen In-Game-Sound. Das heißt, auf einmal hat er geschossen und der Ton kam vielleicht eine Sekunde oder zwei später oder früher. Ja, das war richtig toll. Das war richtig fett, weil da hatten wir auch gar keine Möglichkeit, es irgendwie zu fixen. Und dann flackern. Und dann ab und zu die Meldung, kein Signal. Ja, drei tolle Fehler. Ist richtig fett. Da macht es Spaß. Da platzt deine im Scherz. Ja. Und deswegen haben wir jetzt eine neue gekauft. Die Elgato HD60. Die gab es nämlich im Osterangebot. Genau. Ja. Da haben wir uns gedacht. Scheiß drauf. Wir brauchen was anderes. Und jetzt haben wir die angeschlossen. Bisher sieht es gut aus. Also Flackern war weg. Kein Signal war immer noch da. Also... Kein Signal war immer noch da. Du bist ein Tier. Ja, ich bin ein Tier. Ja. Jetzt haben wir HDMI-Splitter weggepackt und es sieht, glaube ich, gut aus. Jetzt können wir euch Bloodborne in der vollen Reinheit zeigen. Hey, Blutecho ist erlangt. Also, im Spiel ist auch, man hat Punkte, man verreckt, die Punkte sind dann entweder in dem Gegner drin oder liegen rum. Wenn man aber auf dem Weg zu den Punkten ist und verreckt nochmal, ist weg. Das ist dann so dieser typische. Haha. Ja, also ich hatte mal 30.000, bin verreckt. Habe gedacht, nimmst den Gegner mit. Ist dann so blöd gelaufen, dass ich wieder verreckt bin. Oh, 30.000 Punkte weg. Das muss man wissen: 30.000 Punkte für ihn sind ziemlich viel. Ja. So ein Hardcore Level 220 würde ich jetzt sagen: 30.000.
Ja, den wir mal heute zugeguckt haben, der hatte 94.000 oder so. 94.000? Der Typ hatte fast eine Mille. Okay. Der kranke Vogel. Warum? Weil ich gar nicht. Ja. Ja. Süß, weil da ich, das habe ich vorher erwähnt. Da bin ich hingefallen und da bin ich nicht mehr weggekommen. Das ist geil. Ich mach die Schlange mit einem dann. Bis man tot ist. Sadomaso halt, ne? Ja. Tja. Tja, zum Spiel an sich. Die Grafik ist auf jeden Fall okay. Ist jetzt kein The Order oder sowas. Ist jetzt aber auch nicht so altbacken wie vielleicht bei Minecraft. Oh ja, Minecraft. Das ist das einzige Spiel, weil ich glaube aufhören mit Zocken. Da gehe ich lieber im Wald Bäume schubsen. Da können wir auch mal ein Video drüber machen. Nackt. Das ist Baumschubs. Da will keiner zugucken. Atmosphäre ist sehr gut. Ja, auch die Musik. Also ich eigentlich stimmt alles, bis auf den SM-Faktor. Ja. Wobei das ja eigentlich der Reiz ist, ne? Es ist so ein SM-Faktor, man will es nicht. Aber man kriegt es trotzdem. Ich Pech, ja? Also, ich denke, das ist, also, Bloodborne muss man sagen, ist auf jeden Fall ein Nischenspiel. Aber da es wenig zu zocken gibt, was so ist, ja. Zocken es alle. Richtig. Weil, sagen wir, Spiele wie FIFA, die verkaufen sich jährlich millionenfach. Spiele wie Bloodborne sind in der Regel eher so, wenn es gut läuft, kommen die auf eine Million hin. Und offenbar ist es aber so in letzter Zeit, dass der Trend zu solchen Spielen irgendwie immer größer wird. Also zumindest gefühlt. Weil die meisten Spiele heutzutage einfach gar nicht mehr fordert sind. Ne? Die sagen dir, wo du hinlaufen musst. Dein Leben füllt sich automatisch auf. Du kannst nicht praktisch sowieso nicht sterben, weil du hast 5000 Waffen und du kannst 10.000 Schläge einstecken und keine Ahnung. Also heutzutage sind die Spiele im Vergleich zu früher einfach nur noch einfach. Mi. Ja. Ich spiele sowas für Bloodborne trotzdem nicht, weil ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass ich nicht sterbe. Das soll so bleiben. Und ja, deswegen. Aber viele wollen sowas einfach. Ne? Das kann man verstehen. Früher hätte ich sowas auch sehr gern gezockt. Nein. Früher? Ja. Oh doch. Früher hat man eigentlich auch Laufenspiele gehabt, wo man sowas war. Egal, ob es jetzt Silent Hill war oder auch Resident Evil. Weiß ich nicht. Selbst im verdammten Tomb Raider bist du öfters gestorben als heutzutage. Ach, leck mich, Mann. Ich so verkackt hier. Mich hässlich. Und der ist jetzt so weit. Der fickt dich gerade, oder? Nein, der liebkostet mich. Ja, so sieht's fast aus. Und Platte. Was passiert denn? Passiert da was? Normal platzt was. Och, LMAA. Da steckt schon wieder ein Rüssel in dich rein. Wahnsinn. Da stand gerade Wahnsinn dran. Ja, du kannst verrückt werden. Und was passiert dann? Weiß ich nicht. Schon mal ausprobiert? Nein. Kannst du das ausprobieren? Boah, mach den Typ eigentlich kaputt, hey. Ich dreh gleich durch. Danke. Also die Viecher sind bisher so richtig so beschissen wie die Schlangenköpfe. Die gehen mir auch richtig auf den Sack. Nein, das ist nicht gut. Deswegen, ja. Wo gehst du? Ah, okay, ich weiß, wo du hingehst. Gehst du zu dem Kartoffelkäfer mit den Stelzenbeinen? Ja. Viel Spaß. Und hier ist einer dieser... Oh, hier geht echt auf den Sack. Yo, fuck, wie ich euch... Ja, fick dich. Wollte gerade sagen, da wollte ich schon wieder bestellen. Ja, ich weiß. Du hast nur noch 13 Blutdinger. Ist mir ja wurscht. Da ist er. Wer kommt auf so eine Idee?
Man weiß, das ist ein Tausendfüßler mit einer Angel, komisch, scheiße, vorne dran, gepaart mit Scheiße. Ja, scheiße. Alles scheiße. Ja. Scheiße, scheiße. Aber sowas muss man erst kommen und der Endgegner gleich sieht noch viel cooler aus, weil das ist irgendwie so eine Kartoffel mit Beinchen und Blümchen oben drauf. Soll ich probieren mit Klingeln oder scheiß drauf? Mit was? Mit Klingeln? Ja. Ja, wenn du jetzt 10 Stunden warten möchtest, bis jemand kommt. Ach, leck mich. Jeder weiß ich von oben. Sieht richtig beknackt aus. Ja, sieht echt kacke aus. Und er schießt auf einen. Könnte auch eine Antenne sein, der Typ. Oh ja. So, jetzt viel Spaß. Und verrecken. Ja, weil bisher ging es nie gut aus. Doch, es war immer spitze. Oh ja. Das schien mir wortwörtlich die Sonne aus dem Arsch. Da, der Kartoffelkäfer mit dem stellsten Beinchen. Und seinen hässlichen Freunden. Ja. Die sind auch so kacke, ja, oder? Ja. Das Tolle ist, dieser Sprung tötet einen. Zumindest, wenn man so wenig Leben hat wie du. Ja, jetzt der Typ von heute Mittag, dem war das scheißegal. Der hat sich gedacht. Ist mir egal. Vorsicht, halb tot. Er kotzt ziemlich an. Das ist doch behindert. Der muss kotzen. Ich bin mit dir selber. Der muss kotzen, Mann. Das Tolle ist, die Spinnen, die gehen nur von der Seite kaputt. Das ist geil. Also, da muss man erstmal drauf kommen. Gut, die gehen auch von vorne, aber da sind die viel zu stark. Von vorne, das ist wie auf dem Felsenhaus. Ist geil, oder? Was ich sagen. Auch dazu lernen musste. Was anvisieren? Anvisieren. Ja. Weil sonst kann man nicht seitlich laufen und dann ist es richtig ätzend. Oder auch seitlich hops. Da bin ich mal ein agiler, ne? Ja. Du musst nicht auf Fahrt hier anvisieren? Ja, was kann ich sagen. Boah, ja, lal. Diese miese kleine Furcht. Wow. Du mich bin. Das ist von vorne gar nichts. Nee. Aber jetzt. Vor allem, ne? Die KI ist gar nicht so blöd, ne? Nein. Die weiß. Ah, wir sind nur zu dritt. Stehen wir eng. Warum? Darum. Das Tolle ist auch, wenn man online spielt, überall die Todespunkte. Mhm. Also von den anderen. Guckt euch das mal an, oder? Das ist ein Meisterwerk. Und hinten so eine Flosse drin, ist schon. Nein! Und jetzt wird er beschissen. Der war grad. Also jetzt kommt immer so mein. Einfach. Also da war's, wo ich mit einem anderen gespielt habe. Tausendmal einfach. Hm. Meinst du, wenn er mich nicht sieht, macht das nicht? Meinst du, wenn du am Rücken bist? Ja. Ja, könnte schon sein, ja. Ja, aber du bist schon wieder halb tot. Blut! Nein, er macht's trotzdem. Ist geil. Hey, bist du fast tot? Nein! Will ich nicht. Ich glaube, du Kackviech echt. Vorsicht! Wow, wow, hopps! Dieser Kackvogel echt. Bin ich fast tot. Okay. Da kommt. Geil, er kann noch viel mehr spinnen. Ah, oh, super. Freue mich richtig. Scheiße, echt. Ja, genau, wollte ich auch noch. Ach, der macht es dann von. Die von unten, ja. Also er macht ein paar verschiedene Angriffe und die muss man erstmal herausfinden. Also ja. Das heißt, ein paar Mal sterben, ja. Bis so. Man weiß, was er macht. Ja. Wenn er Männchen macht, dann kommt was von oben. Wenn er von Rücken sich dreht, dann kommt was von unten. Dann kann er auch noch so eine Scheiße machen und du bist tot. Boah, das ist so lächerlich, echt. Juhu. Hey, du bist tot. Ach, echt? Ja. Ach, geil. Deswegen... Ich habe die ersten zwei Gegner alleine gemacht im Bloodborne und dann habe ich gedacht, fick dich,
Ich mache es nur noch zu zweit. Das Problem ist irgendwie, bei diesen Spackgegnern, man sieht es an den Geistern, wenn man online spielt. Die stehen überall rum. Also überall warten sie, dass einem einer hilft. Ich habe ein paar Mal geholfen und habe gedacht, ja. Vielleicht hilft mir mal jemand. Geben und nehmen. Nein. Tja. So, jetzt bist du wieder ganz am Anfang. Ja, jetzt gehe ich kurz zu der Jägerwacht. Jo. Können wir kurz in einen Dungeon oder so? Dungeon? Jo. Aschebecher? Aschebecher. Mann, ist das idyllisch. Ja. Die Kackpuppe, die geht dann voll auf den Sack, weil die immer das gleiche Scheiß lauert. Und dann kommen wir hier so circa auf Level. Und der Typ hatte hier oben 99. Da wo er 49 war, was war es, 222. Ja. Also ganz oben bei Stufe. War schon. Ja, war der Mann. Dann sind hier die einzelnen Punkte. Also hier sind die Hauptdinger, so Nebenspeicherpunkte von verschiedenen Leveln. Also es gibt die Hauptdinger, wo am Anfang von einem Level eigentlich kommen. Mhm. Und dann gibt es dazwischendrin mal so kleine Dinger. Okay. Und die sind dann nicht im Hauptding. Habe ich ja später rausgefunden und bin dann ungefähr gefühlte 4 Stunden für den Arsch gelaufen. Ist geil. Und halt zum Aufleveln. Eine Werkstatt. Zum Ablegen. Dann gibt es hier so einen Brunnen. Da wo ich jetzt 5 habe. Wenn da ab 10 glaub, okay, dann kann man da das Zeug kaufen, dass man Leute rufen kann, mhm, Leute helfen kann oder gegen einen anderen Jäger jagen. Mhm. Okay. So Zeug kriegt man dann da. Ja. Was ich aber auch herausgefunden habe, wenn man einen ruft, zieht es wieder 1 ab. Cool. Das heißt, wenn du das Zeug leer hast und du brauchst Hilfe, hier. Cool. Die wollten das wohl nicht so überstrapazieren, ha? Das ist schon ein normaler Shop. Aber ist irgendwie nie das da, was ich brauche. Ach, ist fett. Da gibt es so zweite Waffen, Hauptwaffen, Klamotten und alle, wo ich gut finde, sind irgendwie scheiße. Das ist richtig nervig. Kann man hier. Siegelkammer. Der Dungeon. Also so wie ich es bisher mitgekriegt habe, du kannst rein und dann kann ich runterarbeiten und du machst überall, wenn du ein Stück weitergekommen bist, eine Lampe an. Okay. Das ist dann wie so ein Safe-Punkt, mhm, dass du... Ja, dass du immer wieder machen kannst, ja, unabhängig davon. Wo du... Ist eine gute Idee, bloß irgendwie so... Ja, ist frustrierend. Ja, es sind zu viele Gegner. Das letzte Mal, wo ich drin war, war ich noch ein bisschen schwächer wie jetzt. Keine Ahnung, wie es jetzt ist. Oh, bitte müde. Nein. Das sind ja gar keine Gegner. Doch. Alarata. Cool, Riesenratten, echt. Jetzt in diesem Spiel auch mal normale Gegner. Nein, da gibt's alles, aber nichts Normales. Ja, ich wollte gerade sagen, Riesenschweine, Riesenratten, Werwölfe, Skelette, Penner, Riesenraben, Trolle, Hexen. Laufende Scheißhäuser. Laufende Kartoffeln, Spinnen, Spasten, die irgendwas schmeißen. Ja, wenn man gerade die Leiter hochgeht. Das ist eigentlich, wo ich aufhören soll. Das ist die Stelle, wo ich gemeint habe. Du läufst hier hin. Und dann, wenn du nach dem weiterlaufen willst, schmeißt da Messer. Cool. Langsame Vergiftung. Hey. Wo ist denn der Scheiße? Fuck you. Furzkopf. Sie sind bisher gar nicht so stark, oder?
sag ich, was ist immer nur bei Schwächer. Okay. Aber ich bin immer noch vergiftet. Die Scheiße. Geht ziemlich lange, ja. Also da kommt dann auf die... Geil. Oh, fett. Wird immer mehr. Ja, wird er schon da, der ruft die. Okay. Der da. Ja, du bist bald tot. Ist gut. Okay. Dann immer mehr. Okay. Also die Waffe, wo ich eigentlich fast nie in dem Scheißspiel benutze, ist die Waffe. Also die Handfeuerwaffe. Mhm. Weil, da man nicht zielen kann, ist immer so ein Pi mal Auge schießen, kann man es eigentlich gleich weglassen. Ich hätte lieber nur meine Waffe. Mit dem Anvisieren geht's bestimmt, oder? Ah, cool. Oh, komm auf die Eier an. Du bist schon wieder vergiftet. Hab ich Tabletten dabei? Nein, die habe ich nicht ausgerüstet. Du bist ja ein Tier. Ich weiß. So wie das Große hier. Was schießt auf mich? Echt, ich kriege eine Krätze. Da hinten ist glaube ich nochmal ein Schießer. Fick dich echt. Wow. Was ist das? Ja, du bist fast tot. Ach echt? Ja. Du sollst schon mal eins nehmen. Übrigens, du bist fast tot. LMAA. Nein. Ganz sicher nicht. Oh, das machen alle. Ja, das mache ich gar nicht. Versteck mich so in Ecken. Du musst nicht gleich. Und dann. Du bist ein Arschloch, ha? Yay! Geht noch weiter! Bereits aufgeschlossen. Noob! Das heißt jetzt, ich kann. Was? Wo? Wie? Weshalb? Ah, ich glaube, die am Anfang. Okay. Sollen wir den Dungeon noch fertig zeigen, oder? Ich weiß nicht, wie lange er geht. Ah, okay. Was sonst würde ich nämlich fast sagen, dass wir eigentlich auch schon mal einen ganz guten Einblick im Bloodborne verschafft haben, wie sich so spielt, was für Gegner es gibt, was man so machen kann, welche Vielfalt es bietet, dass es Aggressionspotenziale voll ausschöpft. Ja, mega. Dass es frustrierend sein kann. Jo. Also alles in allem ein gutes Spiel für starke Nerven. Also wir zeigen auch mehr so paar Let's Plays zu was hin, wenn es jemand sehen will. Ja, genau. Also, falls ihr mehr Bloodborne sehen wollt, schreibt es doch in die Kommentare. Dann werden wir gern noch ein paar Let's Plays dazu machen, vielleicht ein paar Boss-Runs oder sowas, wenn Jens die besiegen kann. Genau, Boss-Runs. So wie der da. Wow! Ja. Wow, 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 wow. Macht dann doch einfach alle. Oh ja. Guck mal, der ist voll klein. Oh ja. Mach den mal kaputt. Also das müssen wir uns schon noch angucken. Entdeckung! Ich war tot. Ach echt. Scheiße, ach tot, geh ich mir tierisch auf den Nüsse. Ich bin mir ja selber, Mann. Das sieht richtig scheiße aus. Nein, sowieso mit seinen Katzen auf dem Kreuz. Deswegen, ich sag ja, ne, wie kommen wir da auf so eine scheiß Idee? Ey, der war gut, aber da nicht so viel abgezogen. Der rascht bestimmt noch aus und tötet mich. Der macht eine Furie. Macht er. Genau. Aber der ist ja untot. Der kann bestimmt nichts sehen. Der riecht dich nur. Boah, Alter. War gut. Oh oh, das war nicht gut. Ja. Oh oh.
Ist das, was ich gemeint habe? Was macht denn der? Warum blutet der denn überhaupt? Fragen über Fragen. Oh, das war fett. Jawohl. Oh, was macht den Penner alle? Haut drauf. So gut gemacht. Expertenblut Edelstein. Das ist zum Beispiel was, wo man die Waffen aufleveln kann. Cool. Ich denke, das war doch jetzt mal ein schönes Ende. Ohne Tod. Mit dem Endgegner. Schön blutbeschmiert. Jawohl. Also in diesem Sinne. Falls ihr mehr sehen wollt, wie bereits gesagt, schreibt es doch in die Kommentare. Dann machen wir noch mehr Folgen dazu. Und wenn nicht, dann nicht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war Bloodborne. Jawohl.